Hi, vielleicht haben einige auf meinem Kanal ja schon das Video zu Open Source Alternativen zu Alexa gesehen, weil man möchte halt nicht, dass man abgehört wird, sondern wenn man abgehört wird, dann wenigstens nur von hauseigenen Computern. Und im Bereich Home Assistant tut sich da gerade richtig viel, denn im Video zu Alexa Alternativen habe ich Raspi ja unter anderem vorgestellt und der Entwickler von Raspi, der Michael, der ist mittlerweile Vollzeit angestellt bei Nabucasa, das sind die Leute hinter Home Assistant und da passiert dieses Jahr richtig viel und ich habe schon mal die frühe Beta mal ausprobiert und es wird mittlerweile echt einfach. Man muss halt wirklich nur noch zwei Container installieren und ich zeige auch gleich, wie das funktioniert mit der Einrichtung. Und da muss man keine großartigen Textbausteine mehr vorfertigen, wie das bei den alten Sprachmodellen noch war. Mittlerweile nutzt man von OpenAI halt das Whisper, ist aber auch ein Open-Source-Ding, was lokal läuft. Und hier kann ich auch nochmal einen kleinen Gruß an den Thorsten von Thorsten Voice rausgeben, der ja zum Beispiel sehr viel Arbeit reingesteckt hat, dass eine Sprachausgabe auch gut funktioniert. Er hat da seine eigene Stimme zur Verfügung gestellt. Und ich zeige euch jetzt mal, was da dieses Jahr auf uns zukommt. 1, 2, 3. Zuerst war die Idee. Ich setze statt auf das Home Assistant Betriebssystem ja auf mein eigenes Installationsskript. Das funktioniert auf einem ganz einfachen Linux, auf einem Raspberry Pi oder halt auf einem Computer. Installiert diverse Programme, die man bei Home Assistant Add-on nennt, aber das ist auch einfach nur ein Docker-Container und da muss man einen kleinen Umweg gehen. Man muss dann nämlich hier diese Docker-Compose Notation einfach in die docker-compose.yaml-Datei, aber das habe ich auf meiner Webseite zu meinem Smart Home Skript nochmal genauer beschrieben, wie das funktioniert und dann eben mit i23dc einmal kurz anwenden, also hier kurz i23dc oder halt eben das i23-Skript einmal kurz öffnen, da kann man das Ganze auch nochmal aufrufen, hier i23dc und da brauchen wir diese beiden Container. Die Ports habe ich hier schon mal alle vorkonfiguriert und das Ganze auf Deutsch umgestellt. Ich nutze hier das Base-Modell für Whisper und Thorsten habe ich auch schon erwähnt. Danke an Thorsten, dass er seine Stimme uns allen hier zur Verfügung stellt. Wenn die Docker-Compose-YAML mit Whisper und Piper entsprechend gespeichert ist, dann müssen wir das Ganze nur noch anwenden mit i23 und dann hier Docker-Compose oder eben kurz i23dc. Und anschließend nach der Installation können wir nochmal prüfen, ob das Ganze auch läuft. Hier einmal Docker-Container-Status oder dstats. Und dann können wir sehen, hier oben haben wir Whisper und Piper. Beide haben erfolgreich einen Port zugewiesen bekommen. Das heißt, das Programm wird auch laufen. In Portainer kann man sich auch nochmal die Logs und sowas angucken. Ist immer ein bisschen ausführlicher, aber auf die Schnelle geht es auch mit dem Container-Status hier. In Home Assistant muss man Piper und Whisper über das Wyoming-Protokoll hinzufügen. Da muss ich mal eben mein Bild ein bisschen verschieben. So, da gehen wir auf Wyoming und geben dann die Docker-interne Gateway-Adresse ein. Das ist bei allen die gleiche, zumindest wenn man mein Smart Home-Installationsskript nutzt. Das ist die 172.17.0.1. Und dann haben wir einmal den Port 10.200. für Piper und das gleiche nochmal mit Whisper für 172.17.1 mit 10.300 und dann haben wir die beiden schon mal integriert. Dann gehen wir nochmal auf Home Assistant Einstellungen. Das funktioniert erst ab der Version 2023.05 natürlich, aber das dürfte jetzt in der nächsten Woche schon als Stable online gehen. So, und dann kann ich hier den Assistenten konfigurieren. Ich habe das hier ja schon fertig, kann also dem Ganzen einen Namen geben, auswählen, welche Sprache zu Text-Engine benutzt wird und welche Text-zu-Sprache-Engine benutzt wird und welche Stimme denn dementsprechend genutzt wird. So, und anschließend kann man dann zum Beispiel auch direkt auf seinem Smartphone den Assistenten nutzen. Und das kann man hier über dieses Symbol, also sowohl im Home Assistant Browser als auch auf dem Companion Apps. Und im Companion kann man dann tatsächlich sogar auch per Sprache den Whisper
Speech-to-Text-Service nutzen. Und hier habe ich mal meine Media Player. Das zeige ich im nächsten Video. Das ist hier ein synchronisiertes Sonos-ähnliches System. Das heißt, ich habe verschiedene Lautsprecher sowohl über ESP32 als auch über Android-Tablets mit dem Logitech Media Server umgesetzt. Zeige ich im nächsten Video, wie das funktioniert. Und da kann man dann auch direkt die Ausgabe drüber laufen lassen. Zum Beispiel hier kann ich das mal ausprobieren. Hallo Felix, du kannst jeden Text auf jedem unterstützten Medienplayer abspielen. Oder zum Beispiel mal einen anderen Text. Jetzt wird das mal generiert. Ich kann das Wort in die so richtig betonen. Da stellen sich noch ein paar Probleme heraus. Er kann das Wort ich nicht so richtig betonen. Nochmal. Ich kann das Wort in die so richtig betonen. Wo hast han du gesagt? Ich kann die nicht verstehen. Ich kann die nicht verstehen. Naja, ist wohl nur in frühen Force. Naja, Beta-Phase halt, ne? Aber da tut sich auf jeden Fall noch was. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie man zum Beispiel die einzelnen Geräte ansteuern kann. Und zwar, mal angenommen, ich habe mehrere Entitäten, die Wohnzimmer heißen. Dann kann ich hier zum Beispiel eine ausschließen, weil vielleicht irgendwie ein Thermostat gar nicht angesteuert werden soll über Sprache. Oder halt eben Alias-Namen beliebig viele einfügen. Und die Sprachengine im Hintergrund, die regelt dann schon automatisch die Befehle wie aufmachen, zumachen. Noch nicht so hundertprozentig, aber man kann da seine eigenen Befehle auch nach wie vor hinzufügen. Und es ist schon trotzdem deutlich einfacher, als es bei Raspi war, weil halt eben alles Mögliche an Sprache erkannt wird. Und ich bin ziemlich sicher, dass man das System noch beliebig erweitern kann. Und eine ganz coole Geschichte fand ich hier auf Home Assistant. Da hat der Gründer, der Paulus Schouten, der Niederländer, hat ein Telefon. It's time for dinner. Und die Spracherkennung dann einfach wirklich nur aktiviert, indem er das Telefon abhebt. Hier wird auch nochmal erklärt, wie das funktioniert über Voice-over-IP. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass ich zum Beispiel, während ich im Auto unterwegs bin, vielleicht ein paar Befehle an mein Smart Home versenden will. Das heißt, ich rufe es dann einfach nur noch an, weil ich ja hier schon über mein Smart Home hier FreePBX, also Asterisk, installiert habe. Das heißt, da habe ich sowieso schon ein Voice-over-IP-Modell laufen, wo ich zum Beispiel auch mein nächstes Geheimprojekt, mein Escape Room, was ich schon ein paar Mal mit ein paar Freunden gespielt habe, umgesetzt habe. Ziemlich spannend, das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und also da tut sich dieses Jahr auf jeden Fall richtig viel. Und da bin ich gespannt, wie das bei euch so ankommt. Könnt ihr mal gerne mit kommentieren und ein bisschen ausprobieren. Also ich finde das schon mittlerweile tatsächlich, geht es in den nutzbaren Bereich. Ist je nach Gerät nicht ganz so schnell, wie es bei Android zum Beispiel die Spracherkennung läuft. Aber ich bin sicher, dass sich da auch performance-technisch noch einiges tut. Man sieht ja vor einem halben Jahr nicht mal, da kam ChatGPT, dann kam Llama, dann kam Alpaca und so ging die Geschichte immer weiter, sodass man es mittlerweile sogar schon auf seinem Handy lokal, nicht ganz so schnell, aber auf jeden Fall schon betreiben kann, während OpenAI da wahrscheinlich noch mit Serverfarmen arbeiten muss. Gut, das Modell ist natürlich auch noch ein bisschen besser als zum Beispiel das Alpaca-Modell, aber es ist trotzdem einfach beeindruckend, was da so passiert. So, und in dem Fall immer schön smart und unabhängig bleiben. Tut der Open Source Community etwas Gutes, lasst ein paar Spenden bei den Gründern da, vielleicht meldet ihr euch auch bei der Home Assistant Cloud an oder wie auch immer, tragt selber was bei und bis bald. Zuerst war die Idee.